ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Kann man sagen. Ja, Herr Dr. Reischwitz, Sie sind nochmal unser Gast. Wir haben heute eine Doppelfolge ja geplant, haben wir am Anfang schon gesagt. Folge 1 war ja Schwerpunkt Tierpflegerin-Ausbildung und ja, einfach so die Berufe, die man vielleicht mit dem Realschulabschluss, Hauptschulabschluss schaffen kann. Aber es gibt ja auch tierische Studienberufe und dem Thema wollen wir uns jetzt in unserer zweiten Folge so ein bisschen widmen. Genau. Und dann interessiert natürlich als erstes mal ganz viele, wie sind Sie denn dazu gekommen, jetzt Zoodirektor zu werden? Sie haben ja auch studiert und vielleicht können Sie uns da ein bisschen erzählen, was so ein Weg sein kann, um später mal hier zu sitzen. Den Berufswunsch Zoodirektor habe ich seit meinem sechsten Lebensjahr. Mhm. So erzählt mir das meine Mutter immer noch. Du warst schon 6 Jahre alt und hast immer gesagt, du willst Zoodirektor werden. Ist aber schon sehr spezifisch. Ist schon sehr spezifisch, aber ich habe mich schon als Kind immer mit Tieren umgeben. Das waren Fische, Amphibien, Vögel. Ich habe eine große Vogelzucht zu Hause gehabt. Und ich wollte halt mein Leben mit Tieren gestalten. Und da war das Thema Zoodirektor natürlich das Spannendste. Als Zoodirektor kann man gestalten, da kann man auch angeben, was läuft in einem Zoo und kann dann auch sich mit Tieren, mit exotischen Tieren umgeben. Und das war mein Berufswunsch. Und deswegen habe ich den entsprechend verfolgt, habe Abitur gemacht, mir recht wie schlecht, aber letzten Endes hatte ich eine gewisse Wartezeit zum Studium hin. Ja. Und habe dann überlegt, wie kann ich meinem Berufswunsch nahe kommen und habe dann an den Karlsruher Zoo geschrieben und habe gefragt, ob ich nicht ein Praktikum Tierpfleger machen könnte bis zu meinem Studienbeginn. Dann hat man mir gesagt, Tierpfleger ist ein Ausbildungsberuf, das geht nicht gerade so, das kann man nicht so. Ich war überzeugt, ich kann das, weil ich so selbst so viele Tiere hatte. Aber sie könnten mir ein Praktikum anbieten. Und das habe ich gemacht, war über ein halbes Jahr hier als Tierpfleger-Praktikant tätig. Und das hat meinen Wunsch, hier auch als Kurator oder als Zoodirektor tätig zu sein später, natürlich verstärkt. Und dann habe ich das Studium gemacht, Biologie studiert und habe dann allerdings nicht gleich einen Job in den Zoos gefunden. Die sind natürlich rar, gerade diese akademischen Berufe, die sind, es gibt nicht so viele. Ja. Und war dann erst mal noch knapp 8 Jahre Redakteur einer Zeitschrift, die sich mit Papageien beschäftigt. Ja. Und habe aber dort dann Lesereisen erfunden für meine Leser, für die Papageien-Fans nach Teneriffa in den Loro Park. Und dort ist man aufmerksam geworden auf mich und hat mir dann einen Job als Kurator angeboten. Und wenn man so einen Job angeboten bekommt, ist natürlich auch außergewöhnlich, dann greift man dazu. Weil gerade das war dann der Weg zurück in den Zoo, meinen Berufswunsch wieder näher kommend. Und also im Loro Park, da hatten wir 3.500 bis 4.000 Papageien, die weltgrößte Papageienkollektion in einem Zoo in der Welt. Und für die war ich dann verantwortlich, fast 15 Jahre. Ich war zunächst Kurator und später zoologischer Direktor. Und das war fast 15 Jahre lang, bis im Jahr 2015 dann hier in Karlsruhe die Stelle des Zoodirektors ausgeschrieben wurde. Und das war für mich der Weg zurück in die Heimat. Ja. Und dann diesen Beruf, den man da jetzt im Ausland gemacht hat, dann auch in der Heimat ausüben zu können, das war natürlich ideal, eine Kombination. Ich habe mich hier beworben, wie 120 andere Menschen auch, und habe die Stelle bekommen. Das war ein Glücksfall für mich, aber auch für die Stadt Karlsruhe. Auf jeden Fall. Aber wie man jetzt sieht und auch hört natürlich, es müssen schon viele Schrauben ineinander greifen und man muss schon viele Wege gehen, um tatsächlich an so eine rare und begehrte Stelle ranzukommen. Jetzt möchten wir nochmal das Studium oder das Thema Studium genauer heute beleuchten. Sie haben gerade erklärt, Sie haben Biologie studiert. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem Studium? Janika und ich haben uns vorher mal so ein bisschen den Modulplan angeschaut von so einem Studium in der Biologie. Und da ist uns aufgefallen, dass da Zoologie an sich eigentlich gar nicht die größte Rolle spielt im Biologiestudium. Na gut, ich habe in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts studiert. Ich bin ja schon 56 Jahre alt. Habe in Tübingen studiert, dort war ein Zoologie-Schwerpunkt auch. Okay. Das kann man natürlich nicht an jeder Universität so kriegen. Es gibt Universitäten, da besteht die Biologie aus Mikrobiologie und Genetik. Das ist heute die zwei Trendthemen.
Die klassische Zoologie ist auch, wird immer weiter zurückgedrängt innerhalb des Studiums. Ja. Allerdings, wenn ich jetzt in Richtung Zoo gehen möchte, dann ist Zoologie, Zoophysiologie, also um die Verhaltensweisen der Tiere sich kümmern, schon das Angesagte, würde ich heute sagen. Aber auch das Thema Ökologie ist ein ganz wichtiges, denn das Thema Artenschutz ist ja immer stärker in unserem Zoo auch heute vertreten. Also man hat verschiedenste Möglichkeiten, ein akademisches Studium zu machen, was einem dann nachher in einen der akademischen Zooberufe führt. Wenn Sie jetzt bei uns da gucken im Zoobereich, also der Zoodirektor, das ist ein Biologe, dann haben wir vier Kuratoren. Die vier Kuratoren, das sind drei Biologen dafür, davon und dann haben wir die tierärztliche Kuratorenstelle. Ja. Und diese drei Biologen, das ist die Zoopädagogik, die sich eben mit der Wissensvermittlung beschäftigt. Dann der Zoologiekurator oder die Kuratorin, die eben den Bestand der Tiere managt und ihre Tierpfleger. Und dann den Artenschutzkurator noch, der sich dann eben um den Artenschutz und um die Forschung und Lehre kümmert. Das sind so diese Bereiche, die wir damit abdecken. Und der Zoodirektor als solcher, der ist dann meistens, wenn man so über die Zoos in Deutschland guckt, entweder ein Biologe oder ein Tierarzt oder eine Tierärztin. Okay. Also super spannend, ne? Extrem. Also ich wusste gar nicht, dass es so viele... studierte Menschen jetzt gibt, die zu arbeiten. Ja. Also man kann nicht studieren und wird Zoodirektor, aber dann geht es meistens über diese Kuratorenstelle. Okay, okay. Also das ist der erste Schritt in einem Zoo, dann Kurator zu sein, irgendeinen Teilbereich zu haben, für den man verantwortlich ist. Ja. Und das sind meistens diejenigen, die sich dann eben weitergehend dann für eine Zoodirektorenstelle bewerben. Ja. Mhm. Und wenn Sie die wissenschaftlich geleiteten Zoos in Deutschland, Österreich und der Schweiz angucken, im deutschsprachigen Raum, wir haben so einen Verband, dann sind es etwa 70 Stellen in diesem deutschsprachigen Raum, der Zoodirektoren. Total. Das war auch eine Frage von uns. Wir konnten uns gar nicht so vorstellen, wenn man jetzt dann das Studium fertig hat, wie ist denn der Arbeitsmarkt in dem Bereich? Also muss ich sehr flexibel sein, wenn ich jetzt im Zoo arbeiten will? Und es kann halt sein, dass ich vielleicht sogar in einem anderen Land, innerhalb von Europa oder wo auch immer eingesetzt werde. Ich kann wahrscheinlich nicht sagen, Karlsruhe und fertig. Nein, also das ist ein absoluter Glücksfall, dass ich jetzt zum Ende meines Berufslebens, will ich mal sagen, wieder in der Heimat angekommen bin. Man muss flexibel sein. Ja. Und dort, wo es dann Stellen gibt, sich auch bewerben. Und also das ist Deutschland europaweit heute, muss man so sagen. Und es war, glaube ich, auch von Vorteil, dass ich im Ausland war, jetzt für diese Direktorenschaft hier. Man hat viel Erfahrung gesammelt im Ausland und kann die jetzt auch international eben hier einbringen. Weil wir ja nicht nur, gerade als Zoo, als wissenschaftlich geleiteter Zoo, agieren wir nicht nur in Deutschland oder in Österreich und der Schweiz, sondern wir sind in drei Verbänden als Zoo Karlsruhe. Das ist der deutschsprachige Verband, dann aber der europäische Verband. Das ist unser wichtigster Verband. Da sind über 40 Nationen in ganz Europa drin. Denn wir tauschen ja unsere Tiere aus. Es geht alles in Englisch und alles international. Und da haben wir jedes Jahr unsere Kongresse, unsere Fortbildungen. Wir sind da eigentlich tätig mit den ganzen Zuchtprogrammen. Mhm. Wenn Sie das auf Deutschland beschränken, dann haben Sie so einen kleinen Genpool bei den Tieren, dass das oft gar nicht geht. Deswegen sind wir da schon europäisch orientiert. Und dann gibt es noch den Weltverband. Auch da sind wir drin. Und auch da bei manchen Tierarten, die so rar sind in Menschenobhut, muss man das schon ganz international, global sehen, weil sie dann eben ausgetauscht werden, sogar über die Kontinente, um den Genpool zu erhalten. Das ist ja auch eine wichtige Rahmenbedingung, die man wissen muss, wenn man sich für diese Berufe einfach interessiert und den Weg einschlagen möchte. Absolut, also die Sprachenfähigkeit, zumindest das Englische, ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, auch so eine Direktorenschaft zu machen. Ja. Jetzt haben wir ja so über den Biologen geredet und auch über Veterinärmediziner am Rande. Mich würde jetzt noch interessieren, gibt es denn hier gerade im Zoo Karlsruhe auch Botaniker oder Zoopädagogen, die angestellt sind und studiert haben? In unserem Zoo selber, jetzt Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe, da haben wir eine Sonderposition. Wir haben den Zoo und wir haben das Gartenbauamt. Das Gartenbauamt macht die ganzen Grünflächen. Das ist eine eigene Abteilung, ein eigenes Amt der Stadt Karlsruhe. Also da habe ich jetzt als Zoodirektor keinen Einfluss. In anderen Zoos ist es dann so, dass man noch eine botanische Abteilung hat, da hat man dann einen botanischen Kurator und die Gärtner noch, der dann, so wie jetzt bei uns der zoologische Kurator, dann die Tierpfleger hat, hat dann der botanische Kurator dann seine Gärtner, die dann eben die Pflanzen betreuen.
Also das wäre dann eine weitere Linie. Und die Zoopädagogik als solche, das sind dann meistens entweder Pädagogik, ausgebildete Pädagogen oder Pädagoginnen, oder dann eben auch Biologen, die eben entsprechend die Wissensvermittlung übernehmen, die Führungen machen, Schulklassen betreuen und entsprechend die als außerschulischer Lernort hier den Zoo auch voranbringen. Sind aber auch dann über den Zoo hier angestellt? Die haben wir jetzt bei uns über den Zoo angestellt, auch Zoo-Scouts, die entsprechende Führungen machen. Meistens auch Studenten, die dann eher so einen kleinen Nebenjob noch bei uns haben. Ja. Auch das ist eine Möglichkeit, in den Zoo reinzukommen. Auch das immer wieder eine tolle Sache. Wir stellen junge Menschen als auf so kleinen, auf einer Basis von ein paar hundert Euro eben für Führungen an und mit kleinen Verträgen. Und da tun sich auch immer wieder Leute raus, die man sagen, okay, das wäre vielleicht auch was, wenn eine Zoopädagogikstelle frei wird oder sowas. Die haben natürlich dann auch mehr bessere Chancen, da genommen zu werden. Also mal so noch als Idee, wenn man wirklich in so einen Bereich möchte, muss man sich selber qualifizieren. Man muss was tun. Ja. Man muss sich bekannt machen. Man muss dran sein. Jetzt ein Studium zu machen, sich dann zu bewerben und denken, man wird genommen, das kann man gerade vergessen. Man muss sich die Beziehungen, die ganzen Dinge selbst erarbeiten und sich auch da bekannt machen. Dann hat man Chancen. Und sich zeigen hier wahrscheinlich. Einfach. Sich zeigen, sich aktiv zeigen, sich in entsprechenden entsprechenden Tagungen zeigen, als Student schon seine Masterarbeit ausrichten auf ein Zoo-Thema, wenn man in den Zoo will. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich ins Zoo will und mache was über Regenwürmer und zeige das, das überzeugt mich jetzt als Zoodirektor nicht, wenn ich den nehme. Wenn ich jetzt aber was ein Thema habe, der hat über irgendwelche Verhaltensweise von Giraffen oder Zebras oder Eisbären eine Arbeit gemacht, hat da auch ein Thema aufgegriffen, das den Zoo weiterbringt, die Verhaltensweisen im Zoo oder die Haltungsverbesserungen erforscht, dann sind das doch die Leute, die wir brauchen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon so viele Infos bekommen. Erstmal unsere Zuhörerinnen, wenn es da ganz genaue Fragen noch gibt, natürlich auf die Berufsberatung zu kommen. Ja, richtig. Aber wir haben trotzdem noch ein, zwei Fragen an Sie, die vielleicht so ein bisschen außergewöhnlich sind und gar nicht nur Fragen sehen. Gar nicht nur mit dem Studienberuf zu tun. Haben Sie eigentlich ein Lieblingstier hier im Zoo? Ich habe ein Lieblingstier, ja. Das sind alle. Also wir haben 315 verschiedene Tierarten hier, von den kleinen Fischen bis zum großen Elefant. Fast zwischen 4.000 und 5.000 Exemplaren, kann man gar nicht so ganz genau sagen. Einmal im Jahr machen wir eine Inventur. Da sind immer viele, viele junge Fische und sowas. Ja. Wenn da so ein Barschweibchen 300 Eier legt und die Jungen schlüpfen, haben sie plötzlich 300 Fische mehr. Also deswegen weiß man das nie so ganz genau. Einmal im Jahr gibt es so einen Stichtag. Mir liegen natürlich die Papageien ganz besonders am Herzen und gerade die ich dann selbst von Hand aufgezogen habe. Ich habe da zwei Hyazintharas, die im Zoo Nürnberg geschlüpft sind, dort nicht versorgt wurden und die kennen meine Papageienaffinität und haben gefragt, willst du uns nicht helfen? Und da kann ich nicht Nein sagen und die habe ich aufgezogen. Über ein Jahr habe dann auch meine Tierpfleger mit integriert, die dann ein bisschen geholfen haben. Aber gerade die ersten Monate muss man die alle zwei Stunden füttern, Tag und Nacht. Und das ist ziemlich viel Aufwand und da verliert man sein Herz an solche Tiere. Und wir haben es ja in unserem ersten Podcast gesehen, das war der Indigo. Das ist so ein junger Vogel, den ich aufgezogen habe. Da schlägt mein Herz schon höher. Ja, schmeckt man auch. Das sieht man hier im Lächeln auch gerade an. Das stimmt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zum Abschluss vielen, vielen Dank zu sagen. Es war super spannend, super interessant für alle Hörer, die über unsere reinen Audioplattformen zuhören. Ihr könnt das Video von diesem Podcast heute anhören anschauen auf YouTube, auch mal, wie wir in unserem Podcast machen. Nochmal ein kleiner Hinweis drauf. Haben wir auch ein Making-of dann mit drin. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wie ich es gerade schon erwähnt habe, Dankeschön. Es war ein super interessanter Tag. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Hoffentlich auf die nächsten 20 Folgen. Und könnt gespannt sein, was zur 40. Folge ansteht. Ganz genau. Dann wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg dazu. Dankeschön. Dass es so gut weitergeht. Tschüss. Tschüss.